Hallo liebe Rasenfreaks. Wo sind meine Schuhe? Wo sind meine Schuhe hin? Ja, liebe Rasenfreaks. Ich finde meine Schuhe nicht. Drama. Nach Feierabend. Ich habe jetzt Feierabend, wieder viel zu lange gearbeitet. 18 Uhr. Ich arbeite ja, wie ihr hoffentlich alle wisst, 3 Tage die Woche in meinem Hauptjob. Und betreibe am Donnerstag und Freitag mein Hobby, das Thema Rasen. Yeah! Ja, wunderhübsch hier, dieser Rhododendron, fantastisch. Wenn der so richtig groß hier wird, der wächst schon ganz gut. Dann wird das richtig toll aussehen. Heute ist ein bisschen bedeckt, aber dafür schönes Licht zum Filmen. Ja, ihr habt mich gefragt, was mit meinem Rasen los ist. Ja, der blüht. Mein Rasen blüht. Und mein Rasen blüht schon seit bestimmt 2 Wochen, wenn nicht noch länger. Und er blüht wie verrückt. Und ich bin völlig verzweifelt, weil ich dachte, nein! Die Poa Anua blüht wieder. Und es sieht auch nicht wirklich gut aus. Es ist so krass, wir gehen noch ein bisschen dichter. Es ist so dermaßen krass. Da habe ich einen guten Bekannten hier aus dem Dorf angesprochen. Ein echter Profi zum Thema Rasen, der für eine Firma arbeitet hier, die sich um Golfplätze und um große Sportplätze kümmert. Und dem habe ich das hier gezeigt. Dem habe ich meine Rasenfläche gesagt. Er war beeindruckt und hat er auch gesagt, oh Mensch, was ist denn das mit dem Blühen? Da haben wir dann ein paar Fotos gemacht und hat die einer Expertin geschickt und die hat die Fotos analysiert und hat gesagt, da blüht nicht die Poa Anua. Auch, es gibt auch Poa Anua Nester, zeige ich gleich. Hier blüht die Poa Pratensis und das ist echt schwer zu unterscheiden. Ja, die Poa Anua kann weiß blühen, eigentlich dominant weiß, aber sie kann auch mal ein bisschen lila sein. Die Poa Pratensis ist eigentlich dominant eher lila, kann aber auch ein bisschen weißlich sein. Was halt auffällt ist, die Poa Anua hat so ein ganz hellgelbes Grün, hellgelbliches Grün, so ein gelbliches Grün. Das ist wirklich, das unterscheidet sich deutlich. Und meine Fläche hat nicht so eine gelblich-grüne Farbe, sondern ist eigentlich doch relativ sattgrün. Die Anua, die wächst noch so ein bisschen spreiziger in die Breite. Die Poa Pratensis wächst eher normal, aber sie blüht eben auch. Ne? Also es ist Wahnsinn. Das heißt, es blüht jetzt noch, naja, vielleicht bis in den Juni hinein, so 1-2 Wochen vielleicht, 2-3 Wochen, keine Ahnung. Und dann hört die Blüte auf und dann ist das Gras hoffentlich schön. Eine Frau da hinten ganz unheimlich viele schöne Blümchen eingepflanzt. Darüber will ich jetzt ja gar nicht reden. Jetzt, lieber Rasenfreaks, zeige ich euch mal meine Poa Anua Stellen. Das ist die Poa Anua. Hier, da. Da ist sie. Da, das ist hier richtig breit gespreizt, das Gras. Ganz hell, heller Fleck. Hier auch heller Fleck. Dann hier die langen Stiele. Hier heller Fleck. Und hier hinten, hier heller Fleck. Das ist die Poa Anua. Hier ist sie schon ein bisschen durchsetzt durch die leicht bläulich wirkende Poa Pratensis. Da kämpfen die beiden Gräser schon voll miteinander. Und das ist ganz klar Poa Anua, aber sonst ist das Gras eben relativ grün. Ja, es gab auch einen interessanten Kommentar zur Poa Pratensis von einem Zuschauer. Die Frage ist immer, was will man eigentlich für ein Gras haben? Was will man für einen Eindruck haben? Was will man mit seinem Rasen bewirken? Braucht man einen robusten Rasen, wo Kinder drauf bolzen können, wo man mit dem Golfschläger Löcher reinhacken kann, wo schnell sich die Löcher schließen? Oder möchte man einen ganz feinen Zierrasen haben, den man kaum betreten darf? Das ist die große Unterscheidung. Einer hat mir geschrieben, ja, er nimmt also auf gar keinen Fall die Poa Pratensis, weil die ist wirklich ein bisschen breitblättriger, ein bisschen gröber, ein bisschen robuster.
Und das findet er hässlich. Also er möchte lieber ein feines Gras haben. Und deswegen sage ich immer, was ich gut finde. Und das heißt auch lange nicht, dass ihr das gut finden müsst. Ihr müsst selber schauen, was findet ihr schön, was ist euch wichtig und welchen Eindruck soll euer Rasen hinterlassen. Und ich möchte vor allem einen dichten Rasen, bürstenartigen Rasen haben. Und tja, auch das Dichte, auch die Dichtigkeit ist gut, damit die Rasensamen der Anua nicht sich etablieren können, nicht anwachsen können. Deswegen muss der Rasen wirklich ordentlich dicht sein. Schwieriges Thema. Also schaut selbst, was ihr schön findet. Hallo liebe Rasenfreaks, es ist jetzt der zweite Pfingsttag. Ich habe schon das Gefühl, dass die Blüte jetzt endlich nachlässt. Ich habe am Freitag gemäht, das letzte Mal. Und jetzt haben wir schon Montag, also Samstag, Sonntag, Montag, drei Tage habe ich jetzt hier nicht gemäht. Dementsprechend ist das Gras auch schon relativ hoch. Aber ich habe das Gefühl, die Blüte lässt nach. Schön, wie das hier hoch wächst. Ne? Zack, rausgekommen. Da unten ist das andere Gras. Nicht schlecht. Hier ist noch eine Blüte, aber nicht mehr so viele. Es wird doch weniger. Hier, was hier längs. Oh, das Gras ist sowas von dicht. Ich glaube, ich muss schon wieder lüften. Das, glaube ich, ist jetzt ganz, ganz wichtig. Ich habe ganz viele Stängel, die raus müssen, die hochgebürstet werden müssen und die ich ein bisschen rausreißen will, um sie dann abzuschneiden. Die hier jetzt überall so rausstehen, die auch weiter wachsen. Furchtbar. Und die muss ich alle hochhaken mit dem Lüfter, mit den Drahtzinken hochreißen und dann abschneiden. Das ist wirklich total verfilzt hier. Das gefällt mir überhaupt nicht gut. Genau, das war's für heute. So, jetzt ist endgültig Schluss zum Thema Poa Anua oder Poa Pratensis. Ja, ich bin immer noch der festen Hoffnung, dass es die Poa Pratensis ist und dass jetzt im Juni die Blüte dann endgültig aufhört und es dann wieder so richtig schön aussieht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, euer Rasenfreak. Ciao.